Party! Ja! Angekommen bei Ferhat Döner, kleiner Sneak Peek hier, auch wenn es Samstag ist, ist natürlich am Start. Melvin und ich sind jetzt am Start. Melvin wird zuerst probieren, das werdet ihr auch gleich sehen. Danach bin ich dran. Bin schon sehr gespannt, wie der Döner schmecken wird. Heute gibt es die echte Ferhat Döner Experience ohne Soße. Ich war schon mal da und ja, hat ganz gut geschmeckt. Und ja, mal gucken. Mal jetzt viel Tomate und wenig Fleisch dabei. Muss man noch reinwaschen. Schmeckt so fleischig, so geil. Melvin war schon mal da und ist auch wie gesagt, schmeckt fleischig, schmeckt geil. Ich habe Soße dazu genommen, ich habe mit der Pferd gehört. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Schaut schon mal sehr geil aus, wenn man sich das anschaut. Was soll man sagen? Schaut geil aus. Schaut einfach geil aus. Das ist geil. Was soll ich sagen? Wir brauchen einen Bite von der Mitte. Ein Bite von der Mitte? Ja. Gemüse. Bei den letzten zweimal Burger probiert, diesmal Döner. Ich muss sagen, dieser Döner größer als die zwei Burger, die wir beim letzten Mal probiert haben. Absolut, ja. Kann man nicht sagen. Also ich verstehe den Hype nicht ganz so, dass man aus ganz Europa herfährt, aber es ist schon sehr geil. Wenn du in Wien wohnst, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Schlange war auch nicht lang, weil wir um 11 da waren, weil er aufgesperrt hat. Also optimal. Das Geheimtipp. Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zum weiteren Video auf meinem Kanal. Gerade gesehen, wo wir den Döner getestet haben, sehr, sehr geil. Im Hintergrund seht ihr schon Generali Arena, Lichter sind schon am Start, Aufstellung von Sturm. Und Austria, wie immer hier eingeblendet, Sturm mit ganz guter Besetzung, Austria ein bisschen Ersatz gekriegt. Mal schauen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt, wie du es ins Stadion rein. Und es ist mit 25 Minuten Anpfiff, deswegen. Gute Pause, das ist ein Zoom-Serfer. Das ist gar gerade.
Bundesmeisterschaft gestartet. Er ist Liga schon 18, er hat dann auch der Kopf komplett aufgeregt. Viele, viele, oh, nicht der Granate. Viele 1000% auch wieder aus. Nicht genutzt, dass wir beim 1-0 die Freunde verkehrt haben. Aber es ist noch nicht vorbei. 1-0 kann auch alles sein. Wir leben sie mit zwei Daten vorne. Wir sind hier vor. Manfred Zakaria, ehemaliger Außenspieler. Mal schauen, wo heute eingewechselt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass zur Schonung vom Datenspiel noch ein paar Stürmer und Spieler rauskommen. Zwei Daten spielen so voll. Dann sind wir über Außen. Sehr geil, heute die Fans so aufstellen. Das ist sehr, sehr geil. Weiß noch niemand fahren. Er geht immer weg vom Tor, ich verstehe es nicht. Das ist nicht Husseini. Was geht ab? So laut. 6 Minuten Nachspielzeit. Wir sagen also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.